Heute beschäftigen wir uns mit der Risikoregel Nummer 1. Wir schauen uns an, wie hoch sollte eigentlich die vereinnahmte Prämie im Verhältnis zur Depotgröße sein. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Heute beschäftigen wir uns mit der Risikoregel Nummer 1. Und warum nenne ich sie Risikoregel Nummer 1? Weil es für mich die wichtigste Regel wahrscheinlich im Risiko- und Money-Management ist. Da geht es nämlich darum, um zu sagen, wie hoch darf eigentlich das Risiko pro Trade sein. Das ist die Positionsgröße und die möchte ich heute mit dir besprechen. Wir haben schon Videos gemacht zur Margin-Auslastung und wir haben natürlich auch schon Videos gemacht, was passiert, wenn der Trade mal gegen einen läuft. Und da habe ich ja gesagt, so ungefähr bei 200% Minus solltest du schließen bzw. rollen. Hier geht es jetzt aber darum, um zu sagen, wie hoch darf eigentlich die vereinnahmte Prämie im Verhältnis zur Depotgröße sein. Und da gibt es auch klare Regeln und diese klare Regel wird halt in der Risikoregel Nummer 1 beschrieben. Ich möchte mit dir jetzt zusammen anhand eines Beispieles die Positionsgröße besprechen und dir dann auch eine Empfehlung geben, wie hoch diese ungefähr sein sollte. Also, bleib dran. So, wir beschäftigen uns mit der Risikoregel Nummer 1 und die Risikoregel Nummer 1, die beinhaltet die Positionsgröße, die du als Optionshändler, als Optionsverkäufer immer und immer wieder einhalten solltest. Und du siehst hier schon direkt zu Beginn, es ist ungefähr 1% des Depots. Also die 1% sollte es nicht übersteigen. Und wir gucken uns das jetzt gleich auch nochmal anhand eines Beispieles an. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass deine vereinnahmte Prämie nicht höher sein sollte als 1% deiner Depotgröße. Beispiel, du hast einen 10.000 Dollar Account, dann dürfte die vereinnahmte Position, also die vereinnahmte Prämie, pro Trade nicht größer sein als 100 US-Dollar. Und wie du sehen kannst, bei Future-Optionen, da bin ich noch sensibler, da sage ich 0,5%. Hier siehst du auch schon direkt im zweiten Satz, dass das nicht gültig ist für Cash-Secured Puts oder Covered Calls als Beispiel, weil da hast du ja in Anführungszeichen auch ganz andere Intentionen beim Cash-Secured Puts, dir die Aktien andienen zu lassen. Und hier bei den Covered Calls, da spielst du ja auch mit Sicherheit, nämlich mit den Aktien, die bei dir im Depot sind. Da kannst du natürlich auch eine höhere Positionsgröße wählen. Beispielsweise, du könntest hier bei Covered Calls, wenn du unbedingt die Aktien aus deinem Depot haben möchtest, natürlich auch in the money Calls verkaufen und dadurch eine hohe Prämie natürlich generieren, die dann schlussendlich auch die 1% übersteigt. Ich rede hier bei der Positionsgröße lediglich um Optionstrades hinsichtlich des Cashflows, also hinsichtlich der Vereinnahmung von Prämien. Und die 1% sehen für den einen oder anderen als, der sagt von wegen, das ist mir zu defensiv. Jetzt überleg doch mal, was bedeutet 1%? Wenn du 1% im Monat generierst, dann hast du 12% im Jahr. Das ist das 24-fache eines durchschnittlichen Tagesgeldkontos oder eines guten Tagesgeldkontos wahrscheinlich. Und du darfst nicht vergessen, innerhalb von 6 Jahren verdoppelst du damit auch dein Konto. Also, wer sagt, 1%, das ist sehr wenig, der sollte das vielleicht auch mal mittel- und langfristig betrachten, was dabei rauskommt. Wir gucken uns jetzt aber anhand eines Beispiels an und das wird dir zeigen, warum du mit der 1%-Regel gut fährst, also mit den 1% Prämieneinnahmen im Verhältnis zu deiner Depotgröße. Ich habe hier ein Beispiel gewählt. Wir gehen von einer Depotgröße von 10.000 US-Dollar aus und wir sagen, wir gucken uns jetzt mal ein Worst-Case-Szenario an. Beispiel, du hast jetzt eine Biotech-Put-Option verkauft und hast auch gesagt, ey, ich bin safe, ich bin weit, weit aus dem Geld und meine Prämie ist gut, aber plötzlich sagt BioNTech, ey, wir haben einen ganz, ganz großen Fehler gemacht.
Die, wir müssen alle Impfstoffe zurückziehen. Die Wirkungen haben sich nachträglich als schädlich herausgestellt. Und da kann es ganz, ganz schnell sein, dass die Aktie wirklich, wirklich stark abstürzt und dass sich dann die Optionen natürlich stark verteuern. Und ich habe jetzt hier mal ein Worst-Case-Szenario angezeigt, dass sich die Optionen um das Zehnfache verteuern. Wenn wir jetzt die 1%-Regel haben, dann haben wir von den 10.000 US-Dollar eine Prämie von 100. Das sind ja die 1%. Aber im Worst-Case-Szenario wären dann 1.000 Dollar, die du riskierst oder verlieren könntest durch die eben genannte Situation. Und das ist nicht so ungewöhnlich. Es kann passieren. Und wenn du jetzt einen Trade hast und sagst von wegen, okay, das sind 10% meines Depots, so what? So what klingt vielleicht auch schon fast arrogant, aber damit kannst du leben. Wenn du jetzt aber sagst von wegen, du hast jetzt einen Trade auf BioNTech gemacht, nicht nur mit einer Option, sondern dein Trade hat jetzt beispielsweise 10 Optionen, dann hast du natürlich erstens 10% vom Depot riskiert, schon direkt zu Beginn. Und wenn sich das um das Zehnfache verteuert, dann hast du dein Konto kaputt gemacht. Das heißt, du hast hier mit einem einzigen Trade, ja, es ist ja jetzt natürlich mit vielen Optionen beinhaltet. Das kann natürlich auch ein Trade sein, der eine Option nur enthält und wo du 10% riskiert hast. Es ändert nichts daran, dass du dann schlussendlich, wenn sich die Prämie verzehnfacht, dass du dann in Anführungszeichen vor der Insolvenz, zumindest mit diesem Depot stehst. Was soll das Orangene jetzt hier heißen? Ja, das ist ähnlich schlimm. Du hast jetzt hier beispielsweise 8% als Positionsgröße, also 8% Prämieneinnahme von deinem Depot oder im Verhältnis zu deinem Depot und das verzehnfacht sich. Dann bist du bei 80%, aber dann hast du vielleicht gar nicht mehr die Voraussetzung, die du brauchst für dein Margin-Konto. Dann bist du gar nicht mehr in der Lage, Optionen zu verkaufen. Dann musst du erstmal sparen, in Anführungszeichen, um wieder zu traden. Und dann brauchst du Ewigkeiten, um das Geld wieder reinzuholen. Aber der Verlust, den du erlitten hast, der hat ja jetzt nicht nur diesen monetären Effekt, der beeinflusst ja auch dich selbst, dein Mindset. Das heißt, du wirst wahrscheinlich dann extrem defensiv sein. Dann würden vielleicht schon die 1% dich stören. Und dann überleg mal, wie lange brauchst du, um 8.000 Dollar wieder reinzuholen, wenn du dann die 1%-Regel verwendest. Das wären dann im Best Case, wenn wir sagen, du machst einen Trade pro Monat, wären es 80 Monate. Das sind 7 Jahre. Die du bräuchtest, um das wieder rauszuholen. Und das sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass das ganz essentiell ist, sich an diese Risikoregel Nummer 1 zu halten. Mach bloß diese 1%. Viele, und das habe ich jetzt hier auch bei meinen Kunden erlebt, die hatten diesen Höhenflug nach März, nach April, das heißt von wegen, sie haben dann Shortputs immer wieder gehandelt und haben dann gesagt von wegen, es gibt nur einen Weg und der ist nach oben und sind dann immer weiter Risiko oder immer mehr Risiko eingegangen. Das heißt, die haben ohne Probleme dann nachher einen Trade gehabt von 500 Dollar. Aber es ist ja nur einer von vielen Trades und das muss man sich vergegenwärtigen. Es geht hier um die Positionsgröße eines Trades, das heißt, wie viel Risiko gehst du bei einem Trade ein? Und wenn du mehrere davon hast, dann überleg dir, wie gefährlich das werden könnte. Ich empfehle es wirklich bei Aktien, ETF-Optionen, nimm diese 1%-Regel wahr, immer und immer wieder. Mach es nicht, dass du sagst, ich habe jetzt eine Ausnahme, ich bin mir so sicher. Da sind schon viele dran zerbrochen. Lass das sein, es kann immer, immer wieder schief gehen, auch in einer bullischen Phase, auch dann, wenn jetzt viele bei weniger volatilen Umfeld mehr ins Risiko gehen, passt auf, es kann zum Verhängnis werden. Denkt immer dran, wenn man 10.000 US-Dollar hat und 100 Dollar, dann zu sagen, die 100 Dollar sind doch nichts.
Wie lange brauchst du, um diese 10.000 US-Dollar wieder aufzubauen? Ja, mach es so, dass du Step by Step dein Vermögen aufbaust und mach es nicht so, dass du ein Risiko mit einem Trade so hoch ansetzt, dass du im schlimmsten Fall, ja, sag ich mal, vor dem Bankrott stehst oder vielleicht sogar so, dass du gar nicht mehr die Voraussetzung erfüllst, um ein Margin-Konto zu führen. Ich hoffe, ich konnte dir das jetzt gut nahebringen, wie wichtig die vereinnahmte Prämie in Relation zur Depotgröße ist, wie wichtig es ist, sich an dieser Regel immer und immer wieder zu halten. So, ich hoffe, du hast jetzt die Wichtigkeit der Risikoregel Nummer 1 verstanden. Also achte darauf, dass deine vereinnahmte Prämie nicht höher ist als 1% deiner Depotgröße und bei Future-Optionen, wie gesagt, sollte es so um die 0,5%-Punkte sein. Und das habe ich auch gesagt, bei Cash Secured Put und bei Covered Calls kann das so oder so ein wenig höher sein, weil die Intention ist ja eine ganz andere als bei Trades, wo es wirklich nur um die Vereinnahmung der Prämie geht. Wenn du mich weiterhin auf diesem Kanal sehen möchtest und mich noch nicht abonniert hast, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich freue mich über jeden Daumen hoch, über jedes Kommentar. Und was ich dir auch noch zum Schluss anbiete, werde doch Mitglied im Options for Winner Circles. Du hast unten die Möglichkeit, dich dafür kostenfrei anzumelden und ich verspreche dir wirklich viel, viel Content. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.